Ihnen Amel Kabul anzukündigen. Sie ist 1973 in Tunis geboren, als Tochter eines politischen Beamten in Tunesien aufgewachsen, kam 1991 mit einem DAAD-Stipendium nach Deutschland, lernte in Heidelberg die deutsche Sprache und studierte anschließend Maschinenbau an der Universität Karlsruhe. Danach war sie bei Daimler Chrysler, so hieß es damals noch, und arbeitete für deren Corporate University in den Vereinigten Staaten, in Südafrika, in Singapur und in Deutschland. Dann war sie bei der Boston Consulting Group in Deutschland und bei der Beratergruppe Neuwaldeck in Wien. Sie hat ein Postgraduate-Studium in Economics in den USA und Weiterbildungsprogramme in Deutschland, Schweden und Österreich absolviert. Zuletzt war sie dort am Center for Creative Leadership in Greensboro, North Carolina, im Research Triangle. 2007 war sie Mitgründerin eines Beratungsunternehmens, das sich Change Leadership and Partners mit Sitz in Tunis, Köln und London nennt. Von Januar 2014 bis Februar diesen Jahres war sie Ministerin für Tourismus der tunesischen Übergangsregierung unter Ministerpräsident Mehdi Joma. Am 6. Februar diesen Jahres hat sie dieses Amt planmäßig, kann man sagen, an eine Nachfolgerin des nachfolgenden Kabinetts nach den Wahlen übergeben. Sie ist heute wieder Unternehmerin und Unternehmensberaterin, hat ein Buch geschrieben. Ihr neues Buch steht kurz vor der Veröffentlichung. Und wer wissen möchte, welche Rolle der Granatapfel in Amel Kabuls Leben spielt, der sollte sich dieses Buch mit dem Titel Coffin Corner merken. Die Flieger- und Lufthansa-Arten wissen vielleicht, was der Coffin Corner ist. Das ist die Reiseflughöhe, bei der die Minimal- und die Maximalgeschwindigkeit sehr nahe beieinander liegen. Das Buch setzt sich mit Sicherheit und Unsicherheit in unserem Leben und unserer Wirtschaftsordnung auseinander. Es geht um den Umgang mit dem von Clayton Christensen so beschriebenen Phänomen disruptiver Innovationen auseinander und die Frage, wie man im heutigen Führungsalltag angemessen darauf reagieren kann. Jetzt aber der Blick einer weltgereisten und weltgewandten Tunesierin. Man sollte Amel Kabul nicht nur lesen, sondern ihr auch zuhören. Das machen wir jetzt. Sie haben das Wort. Ja, ich freue mich sehr, hier in Baden-Baden zu sein. Ist ja nicht so weit weg, sozusagen, wo meine Geschichte mit Deutschland ja angefangen hat, in Heidelberg, Karlsruhe. Ich freue mich auch sehr, so ein bisschen zu berichten über Europa, so eine Außensicht. Ich durfte ja so ein Stück Mission Impossible, sozusagen die letzten anderthalb Jahre sozusagen begleiten in Tunesien. Und ich könnte sehr viel von lernen, was es heißt, die erste Demokratie in der arabischen Welt mitzubauen. Als erste Frau, die für einen ziemlich wichtigen Wirtschaftssektor verantwortlich war. Ich kann erzählen viel, wie man Media Storms überlebt, Social Media Storms, wie man das erste Misstrauensvotum mit 13 Stunden Verhör im Parlament, weil man sich für den Frieden im Nahen Osten eingesetzt hat. Oder wie man auch viele Tabus brecht, ohne selbst oder die eigenen Werte vielleicht zu brechen. Aber das würde sozusagen die 10 Minuten sprengen und deswegen wollte ich mich konzentrieren, was habe ich eigentlich über Europa gelernt, als ich nicht mehr in Europa war und vielleicht aus dieser Regierungsposition ein Stück auch an Freunde. Wir hatten gestern irgendwie gehört, so, es gibt Freunde und Partner, Gegner und Feinde. Also ich würde mal sozusagen die Freund- und Partnerperspektive sehen. Ich denke, dass gute Freunde eigentlich dann gute Freunde sind, wenn sie sehr kritisch sind. Ja, weil von den Feinden will man das ja eh nicht hören. Ja. Und nachdem ich meine berufliche Sozialisation im Schwabenland hatte, wo man ja bekanntlich mit Lob ja nicht sehr sozusagen großzügig umgeht, hoffe ich, dass Sie mir verzeihen, dass ich doch ein bisschen ein Stück vielleicht kritischer auf Europa schaue und hoffe, Sie sozusagen neudeutsch zu challengen in Ihrer Rolle, vielleicht auch zu schauen, wie Sie also Herr Wenzler hatte mir gesagt, ich sollte mal ein bisschen so handlungsorientiert sprechen. Ich habe ja auch so ein Stück, also ich habe ja sehr lange in Deutschland gelebt und ich war ja sozusagen ungefähr die ersten 10 Jahre Tunesierin. Ich glaube, nach so ungefähr zwischen 10 und 15 Jahren bin ich so aufgestiegen zu Deutschen mit Migrationshintergrund. Ja.
Ich glaube, ich habe es gerade verpasst, als ich wirklich dann als Deutsche angesprochen zu werden, bin ich dann nach London umgezogen. Vielleicht schaffe ich das ja noch in diesem Leben nochmal. Aber immerhin in Tunesien habe ich es endgültig geschafft, weil ich war so the minister made in Germany. Also insofern durfte ich dieses Qualitätssiegel tragen. Also vielleicht so, um einzusteigen über die Kunst. Ich war so die letzte Woche in der Biennale und da gibt es eine Künstlerin, die heißt Caro Akpokieri, die in Nigeria geboren, 81, und die lebt zwischen Lagos und Berlin und hatte einen Brief geschrieben. Und ich dachte, als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, ich will es heute vorlesen, das ist ganz kurz. Das heißt, Dear Africa, I know you are not a country. What's most important at the moment is for you to teach me what it means to be open, selfless and community-minded. My absorption with self, close-mindedness and fascination with individualism has gotten me depressed. I can arrange for you to visit, but I would need you to sign an undertaking assuring me you will be gone after giving me what I need. I unfortunately need my space and my time. I look forward to your visit, Europe. Und ich möchte vielleicht auch diese Minuten, die ich habe, wirklich mehr auf das Thema Wirtschaft fokussieren. Vielleicht nur am Anfang nur ein Kommentar, so in dieser Richtung, was ist das Thema Migration? Das liest man ja in Europa heute in allen Zeitungen. Würde ich gerne nur ein Zahlenbeispiel geben. Seit der Krise in Libyen sind 1,9 Millionen Libyer in Tunesien dauerhaft Flüchtlinge. Das ist sozusagen, wie wenn Sie in Deutschland 16 Millionen Menschen innerhalb eines Jahres aufnehmen würden. Diese Menschen sind, wie sagt man auf Deutsch, sang- und klanglos aufgenommen werden. Ich sag mal, Lehrer in tunesischen Schulen machen 2 Schichten morgens, die tunesischen Kinder, nachmittags die libyschen Kinder. Also wir haben 25%, wir sind 11 Millionen, 25% unserer Bevölkerung aufgenommen, ohne ausländische Hilfe in einem Land, was wirtschaftlich sehr kämpft. Und das sozusagen frustriert mich, wenn ich in Europa Streits höre über die Aufnahme von 10.000 Menschen, wo 500 Millionen hier leben. Das wollte ich einfach nur als Botschaft geben. Vielleicht aus der Perspektive der Wirtschaft. Ich bin nicht sehr optimistisch, was politische Ordnung aus Europa angeht. Ich denke, dass ich da realistisch genug zu wissen, dass wenn man auch die heutige Podiumdiskussion morgens gehört hat, glaube ich, konnte man sogar bestätigt darin werden, dass da einfach sehr, sehr große teilweise Unterschiede und Gespräche und auch vielleicht Werte und Emotionen angefasst werden. Aber ich bin sehr, sehr hoffnungsvoll, wenn es aus der ökonomischen und Wirtschafts sozusagen Seite kommt, weil in der heutigen Zeit, Ökonomie einfach eine ganz wichtige Rolle spielt, auch im Mittelmeerraum, wo sehr viel Arbeitslosigkeit, auch Armut gibt. Und das, wir haben gerade vorhin gesprochen mit Özgur und da haben wir gesagt, die Türkei hatte ja eigentlich freie Trade überall in ihren Nachbarn und als sie angefangen haben, politisch sich irgendwie zu positionieren, haben sie vieles verloren. Und da finde ich die Chance in Europa sozusagen ökonomisch. Ich gebe Ihnen 2 Beispiele. Eine Firma, die heißt Vermeg. Das ist eine tunesische Firma, die Software macht für Versicherungen, hauptsächlich Versicherungen, Banken. Sehr innovativ, hat wahnsinnig lange gekämpft, Kunden in Europa zu bekommen. Dann haben sie sozusagen, es war ein ziemlich geschlossener Markt und sehr wenig Vertrauen. Und dann wurden sie so ein Stück unterstützt oder hatten mal Kontakte gemacht. Und dann hört man zum Beispiel von CFO eines bekannten DAX-Konzerns, der sagt, a Tunisian company? That's a joke. Und dann, als sie dann sozusagen durch ihre Qualität und Innovation dann auch Aufträge gewonnen haben, die haben jetzt zum Beispiel die Zentralbank in Frankreich, haben eine der größten Versicherer in UK gewonnen als Kunden. Und plötzlich waren sie auch, ich sag mal, für den deutschen Markt oder andere Länder hier relevant und sind sozusagen eine in ihrem Bereich jetzt sozusagen Nummer 2 weltweit. Was die aber dazu gebraucht haben, die haben eine Firma in Belgien gekauft. Also das ist diese 9 Beispiele von Süd-Nord, nicht Nord-Süd. Also diese Firma in Belgien war ziemlich marode, nicht innovativ und haben sie für einen guten Preis diese Firma gekauft,
Plötzlich wurden sie ein europäisches Unternehmen und plötzlich standen ihnen alle Türen offen. Ein anderes Beispiel aus der Automobilindustrie, Kofila Kabel aus Tunesien, ist ja, glaube ich, in den Kabel jetzt Nummer 1 weltweit. Genau das Gleiche, hatten fast keine Möglichkeit, Kunden in Europa und vor allem in Deutschland zu gewinnen, Automobilindustrie. Was haben sie gemacht? Irgendwann hatten sie genug sozusagen Cashflow und finanzielle Kraft, haben in Portugal eine Firma gekauft, nachdem sie in Portugal die Firma integriert haben. Plötzlich hatten sie nicht nur GM, sondern auch andere Kunden in Europa. Und das finde ich einfach schade. Warum? Weil es zeigt so ein Stück Konservatismus, nur das zu kaufen, was sich irgendwo bewährt hat. Ne? Aber damit verliert man ja unheimlich viel an Innovation und an Fortschritt. Und man verliert auch, es gibt, glaube ich, diese Welt, also ich will nicht nur Tunesien nehmen, sondern auch, ich sag mal, wenn ich so Afrika und viele, also nicht nur Nordafrika, auch andere afrikanische Länder nehme, es gibt sehr viele Innovationen, Trenden, die verfolgt werden, auch in der IT-Softwarebranche. Und wenn man erst einsteigt, wenn man sich das bewährt hat, entweder sind viele vielleicht inzwischen gestorben, weil sie nicht die finanzielle Kraft hatten. Und die, die dann das geschafft haben, haben dann die Innovation woanders außerhalb von Europa weiterentwickelt. Man sieht das, denke ich, auch kann man selbstkritisch in Deutschland sehen, dass wenn es um Innovation in der Digitalisierung, IT geht, schon weit hinten ist. Ich meine, SAP, denke ich, ist der Baum, der den Wald oder den Nichtwald verdeckt. Ich denke, das war die letzte große deutsche sozusagen Errungenschaft in dem IT-Bereich. Und wenn man schaut, was unser Leben verändert hat, von iPhone über vielleicht Elektroka oder anders oder Uber oder Airbnb oder whatever, die kommen leider nicht von hier. Auch wenn es um Studium geht, ich habe es oft erlebt jetzt in der arabischen Welt, in Nordafrika, überall, dass die Leute sagen, jetzt schicke ich meine Kinder doch nach Asien oder wieder in die USA oder in die Türkei zum Studieren. Macht es dann überhaupt Sinn, nach Europa zu gehen? Warum? Weil ich kann sagen, aus meiner sozusagen Außensicht, das war überhaupt nicht klar, wofür Europa steht. Nicht nur politisch, sondern auch wirtschaftlich. Also USA hat so ein Branding, okay, Innovation, IT, vielleicht auch ein Stück politische Ordnung. China ist so, war die Fabrik der Welt, aber jetzt haben neue Ambitionen. Indien mit der größten Demokratie der Welt, aber haben ein klares Ziel. Ich glaube, die haben jetzt 76 Milliarden sozusagen Export an Technologie. Bei 2020 wollen sie 200 Milliarden haben. Ich denke, das werden die schaffen. Und die Frage ist, wofür steht Europa wirtschaftlich? Ich rede jetzt nicht politisch, wirtschaftlich. Ist es die Zukunft der Green Economy? Was wird wirklich aus Europa kommen, was diese Region sozusagen vorantreiben wird? Was klar ist, es ist schön zu leben in Europa. Ja, also es ist eine hohe Lebensqualität, es ist eine tolle Infrastruktur, es gibt tolle Kultur, es ist ein wunderbares Klima, selbst die letzten zwei Tage. Es ist ein großer Markt, es wächst zwar nicht mehr so stark, aber die Größe des Marktes an sich ist sehr wichtig. Die Frage ist, wie wird sich das entwickeln? Wird es, also ich höre manchmal von außerhalb Europas so zynische Stimmen, das wird so der Centre de Loisirs, also so ein bisschen moderneres Disneyland, wo sozusagen, wo man aus der ganzen Welt kommt, um einfach seinen Urlaub zu verbringen. Aber ich denke, das ist einfach wirklich nicht die Zukunft, die sie haben wollen. Klar gibt es, wird es an Mangel an Human Resources, ist ganz klar, das muss man einfach nur die Zahlen sehen. Es gibt eine hohe Barriere des Preises. Es ist einfach zu teuer, nehme ich an, für zum Beispiel ein Kontinent für Afrika, die meisten Produkte. Es gibt eine Barriere der Kultur. Aber ich könnte vorstellen, dass das China von morgen ist ja Afrika. Und das ist wirklich vor die Tür. Und ich denke, dass es aus Europa, also Nigeria wird bald 450 Millionen Einwohner haben morgen. Das sind fast so viel wie in der Europäischen Union gemeinsam. Und die Frage ist, wie könnte Europa, also da bin ich sozusagen auch mit europäischen Herzen dabei, wie könnte man davon profitieren? Und für mich, es gibt so eine Art Trilogie, die wunderbar funktionieren könnte, trotz aller politischen, sage ich mal, Konflikte, weil ich denke, aus der Wirtschaftswelt ist man ja ein Stück pragmatischer. Ich denke, Europa hat die IP, hat Wissen, ja, und hat Erfahrung. In Nordafrika hat sehr viele junge Menschen, die teilweise auch sehr gut ausgebildet sind, an Ingenieure, in IT, in Software, in Medizintechnik und so weiter. Und im Mittleren Osten gibt es sehr viel Geld. Und die Worst-Case-Szenario, ja,
ist sozusagen im Mittleren Osten, dass sie ihr Geld weiter, weil sie aus dieser, ich sag mal, Economie de Rente, wie sagt man das, also eine Wirtschaft, die ja auf Öl und so weiter fokussiert ist, dass sie ihr Geld dann weiter in Asien, also nicht mehr, vielleicht in den USA, mehr in Asien investieren. Dass die Nordafrikaner, weil sie keine Jobs finden, einfach mit Booten ihr Leben sozusagen aufs Spiel setzen und dass Europa irgendwann aus Altersgründen obsolet wird. Das ist sozusagen das Worst-Case-Szenario. Und ich finde es gar nicht so weit weg. Ich denke, ich bin aufgewachsen an einem Ort, wo 3000 Jahre ungefähr alte Geschichte, und ich habe jetzt in Tunesien auch da gelebt, jeden Morgen, wenn ich aus dem Haus sehe, sehe ich Häuser, die standen vor 3000 Jahren. Und ich finde, dass die Europäer manchmal sehr, sehr stark fokussiert sind auf ihre Geschichte des 20. Jahrhunderts, irgendwie so nach dem Weltkrieg. Aber hallo, also wir werden wahrscheinlich vielleicht mit Lebenserwartung, sogar wir können uns vielleicht in 50 Jahren noch treffen. Und da bin ich gespannt, da würde ich auch bestimmte Wetten eingehen, dass sich hier schon vieles verändert ist. Also da muss man da, glaube ich, auch in 50, in 100. Und ich denke, als Top-Manager der deutschen Industrie sollte man sowieso aus der Kurzfristperspektive rausgucken und auch ein Stück Verantwortung langfristig sehen. Ich denke, es gibt ein Best-Case-Szenario für diese Trilogie. Und der Best-Case-Szenario, das sieht man an bestimmten Erfahrungen. Ich gebe ein Beispiel. Zum Beispiel nicht nur aus Tunesien, Marokko, Saham, ich weiß nicht, ob Sie das Versicherungsunternehmen kennen, das ist jetzt zweitgrößte Afrikas geworden, die Europäer wollten sich zurückziehen aus dem afrikanischen Markt, die haben gesagt, nee, wir wollen rein, und er ist aus dem Mittleren Osten, aus Europa, aber auch mit World Bank Unterstützung und Investitionen, die sind jetzt in über 22 afrikanischen Ländern, das zweite Versicherer Afrikas, extrem profitabel mit Headquarter in Marokko. Ein anderes Beispiel, ein Softwareunternehmen aus Frankreich, was sozusagen sehr, sehr stark gekämpft hat, in den afrikanischen Markt einzusteigen, hat einen Joint Venture mit einer tunesischen Firma gemacht und ist innerhalb von 5 Jahren von 15 Millionen Umsatz in 50 Millionen Umsatz sozusagen Software in Afrika mit Tendenz steigen. Warum? Weil man muss ja auch so realistisch sein, hier die Menschen, ich habe letztens gesehen, die Firma aus Belgien hat den Leuten gesagt, ihr dürft nicht nach Tunesien reisen. Ja? Also wir reden jetzt über Tunesien, wir reden nicht über Libyen oder Kongo oder so. Ja? Das heißt, es gibt kulturelle Barrieren für europäische Manager zu reisen. Es gibt auch Preisbarrieren, die sind vielleicht auch zu teuer. Aber diese Mischung aus IP, Management, Erfahrung, Führung, wenn man sie koppelt mit zum Beispiel nordafrikanischen Firmen, die sehr, sag ich mal, ein Stück offener gegenüber dem Kontinent sind, die Leute haben, die auch offener hinzureisen, kann man sozusagen, wie im Business sagt, Win-Win erzeugen. Also ich denke, dass die Politiker werden es nicht schaffen, aber dass China von morgen, wenn ich das Afrika nennen darf, dann in dieser Trilogie zwischen europäischen Wissen und Erfahrung, ich sag mal nordafrikanischen, vielen jungen Menschen, die gut ausgebildet sind und auch Mittel aus Mittleren Osten, dass man das als sozusagen Block schaffen kann gegenüber den Americas auf der einen Seite und Asia Pacific auf der anderen Seite. Denn ich bin sehr stark davon überzeugt, wir würden in den nächsten 100 Jahren entweder gemeinsam reich oder gemeinsam arm in dieser Europe-Mediterranean-Africa-Region und würde gerne jede Wette auch dafür eingehen. Ist es vielleicht idealistisch? Ja. Zu glauben, dass wir es gemeinsam schaffen. Es ist vielleicht auch naiv manchmal, in dieser Trilogie das zu schaffen, trotz aller Konflikten. Vielleicht, aber ich glaube, es ist zutiefst menschlich. Und wenn ich was aus dieser Erfahrung gelernt habe in Tunesien, ist, dass wenn man was für unmöglich hält, dann handelt man auch, dass es so wird. Und wenn man was für möglich hält, dann bricht man wirklich alle Barrieren. Und hätten Sie vor 5 Jahren gewettet, dass es eine echte Demokratie in der arabischen Welt gibt, hätten Sie wahrscheinlich nicht. Und ich denke, das soll uns Hoffnung geben. Danke.